Hallo, einen wunderschönen Tag. Ich darf dieses Wort weniger benennen. Da jault mich ein Tier im Hintergrund. Ich bin jetzt hier wieder mit den 1000 Fragen an dich selbst, also an mich. Eine Kooperation mit anderen YouTubern, wo ich ja natürlich gerne mitgemacht habe oder noch mitmache. Und die anderen Damen und Herren stehen hier unten unter dieses Video drunter. Und jetzt kommen die nächsten 20 Fragen für mich. 291. Was hast du früher in einer Beziehung getan? Tust es heute aber nicht mehr. Den anderen versuchen zu verändern, das tue ich heute nicht mehr. Eher verändere ich mich dann, wenn ich glaube oder das Gefühl habe, dass irgendwas nicht stimmig ist oder irgendwas nicht passt, was auch immer. Gehe ich erstmal mit mir, also in mir rein und schaue, was überhaupt da zu verändern gibt. 292. Was hoffst du nie mehr zu erleben? Wenn ich mal schwanger bin, dass ich nochmal ein Kind verliere. Das hoffe ich, dass es weg, also dass es, dann bleibt das Kind. 293. Gilt für dich das Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß? eher nein. Aber eigentlich auch doch. Also es ist unterschiedlich, ganz drauf an, was es ist. 294. Wie wichtig ist bei deinen Entscheidungen die Meinung anderer? Gar keine, weil ich mache es ja alles für mich. Ich mache das hier jetzt, das Video für mich auch und natürlich, weil ich mich gerne mit den anderen YouTubern unten drunter ausgetauscht habe und, oder auch austausche. Das ist alles meine Entscheidung. So. 295. Bist du ein Zukunftsträumer oder ein Vergangenheitsträumer? Ich bin ein Jetzt-Träumer. Ich träume jetzt für mich meinen Jetzt-Moment und meinen Wunsch und mein Ziel, das Video zu machen zum Beispiel. Das ist dann nicht ein Traum, sondern einfach ein Ziel, ein Wunsch, wie auch immer. Aber außerdem ist es ja nach Stimmung, ob ich dann Zukunftsträume oder Vergangenheitsträume mache. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich gerne an positive, erfolgreiche Erinnerungen in der Vergangenheit und freue mich immer, wenn ich dann Zukunftssachen habe, die ich dann für mich visualisiere sozusagen oder so feststelle, dass es so oder so ähnlich werden darf und dann funktioniert es auch manchmal oder eigentlich am meisten. 296. Nimmst du eine Konfrontation leicht an? Zwischendurch. 297. In welchen Punkten unterscheidest du dich von deiner Mutter? vielleicht im Allen? 298. Wo bist du am liebsten? In der Natur? Egal auf welchem Kontinent, egal auf welchen, in welchem Land, in welcher Stadt, auf jeden Fall bin ich am liebsten dann in der Natur. 299. Wirst du vom anderen Geschlecht genug beachtet? Ich denke schon. 300. Was ist dein Lieblingsdessert? Lieblingsdessert? Ist Obst, meine Lieben. Ich glaube, Mango und also diese ganz schönen Früchte, die so saftige Früchte, so wie Melone und Mango. 301. Worin bist du ein Naturtalent? Vielleicht im Lachen? In Dinge machen, die mir Spaß machen. Vielleicht. 302. Welche Person um dich herum hat sich in letzter Zeit zum Positiven verändert? Ja, ich vielleicht. Ich
Ich sage ja hier keine Namen von irgendwelchen anderen Leuten. Das müssen die ja selbst wissen. 303. In welcher Situation warst du unfair? Kann ich auch nicht sagen. Es fällt mir nichts ein. 304. Fühlst du dich fit? Ja, ich fühle mich richtig fit, Leute. 305. Sind deine finanziellen Angelegenheiten gut geregelt? Ja. 306. Von welchem Buch warst du enttäuscht? Von keinem, weil alle Bücher sind so geschrieben, wie die Autoren das so für sich entsprechend denken, formuliert haben, wie auch immer. Und das ist ja auch deren Sache. Und eigentlich habe ich immer Bücher gelesen, die nie enttäuschend waren. 307. Welchen Grund hatte dein letzter Umzug? Bin ja voll noch im Umzug. Die Liebe, die Arbeit, mein Herzenswunsch, in eine andere Stadt zu ziehen, das ist der Grund, ja. Und neue Wege zu gehen. 308. Neigst du zum Schwarz-Weiß-Denken? Ganz drauf an zwischendurch. Aber sonst bin ich eigentlich sehr im Positiven. Ich bin nämlich immer dabei, alles irgendwie wieder zu lösen in mir. So Lösungen zu finden. Also lösungsorientierend, möchte ich mal sagen. 309. Was fühlst du, wenn du verliebt bist? Schmetterlinge, Liebe natürlich, totale Verbundenheit. Ja, totale Verbundenheit und ja, wie auch immer, Liebe einfach. 310. Gehört es zum geselligen Beisammensein, viel zu essen oder zu trinken? Nee, also man kann in Maßen essen und trinken, auch bei Sammen, also bei geselligen Beisammensein. Man muss nicht unbedingt über seinen Hunger und über sein Sattsein essen und trinken. Also es ist von meiner Seite her auch für meine Gesundheit eher schädigend. Weil du fühlst dich doch danach irgendwie, also zumindest fühle ich mich danach total schlecht, wenn ich zu viel gegessen habe oder zu viel getrunken habe. Ganz darauf an, was es für Getränke gibt. Also zu viel Wasser kann man eher, glaube ich, weniger trinken, weil man geht ja auch wieder auf Toilette und bringt es weg. Aber wenn man zu viel isst, ist es ein bisschen schlecht. Zumindest für mich. So, und ich glaube, das war es dann auch wieder für diese schönen, tollen Fragen, diese 20. Und deswegen wünsche ich euch, wie immer, eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Ciao.